Im August startet wieder ganz viele Schülerinnen mit ihrer Lehre. Der Schritt ist für viele Jugendliche nicht ganz einfach und braucht Vorbereitung. Aber auch die Firmen sollen sich auf den Start von neuen Lernenden bestmöglich vorbereiten. Unser heutiger Experte ist der Thomas Rentsch von Top Ausbildungsbetrieb. Er leitet das Label und kennt sich darum bestens mit sogenannten Vorzeigefirmen aus. Ich bin Steffi und das ist die 21. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Thomas, schön bist du da. Hoi Steffi. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ja, du hast es vorhin schon gesagt, ich leite die Stiftung Top Ausbildungsbetrieb. Ich habe es eigentlich auch entwickelt, das Qualitätslabel. Und daneben arbeite ich immer noch bei Carrosserie Suisse im Teilpensum als Leiter Berufsbildungspolitik. Vielleicht noch zwei, drei Sachen zu mir persönlich, wenn das auch von Interesse ist. Also ich bin verheiratet, habe daheim zwar keine Kinder, dafür noch 16 Hasen. Zu denen schaue ich immer ein bisschen, das finde ich ganz eine tolle Sache. Mit den Tieren unterwegs sein, aber auch mit dem Velo, Natur und die schönen Landschaften genießen. Ich fahre sehr viel mit dem Velo durch die Gegend. Das ist auch noch so etwas, was mir am Herzen liegt. Danke vielmals, schön bist du da. Jetzt kommen wir eigentlich gerade so ein bisschen zu unserem Thema, das ich vorher schon angesprochen habe. Und zwar, wir kennen es alle, einen neuen Start, einen neuen Ort, neue Leute, eine unbekannte Umgebung und es wird viel von einem verlangt. Firmen wollen die besten Talente für sich gewinnen und die im Optimalfall auch langfristig im Beruf und im Unternehmen behalten. Wie klingt denn das? Wie sieht so ein Einstieg aus? Wir haben das so ein bisschen unterteilt in verschiedene Themenbereiche und zwar geht es mal als erstes darum, dass man natürlich die passenden Lernenden auch findet. Wie kann man die richtigen Talente für sich gewinnen? Über das reden wir auch in unserer Podcast-Folge Nummer 8. Jetzt aber Thomas, vielleicht kannst du auch zu dem Thema noch etwas sagen. Was sind so ein bisschen deine Tipps für die Rekrutierung von Lernenden? Also bei der Rekrutierung der Lernenden ist es natürlich am besten, wenn man ein Betriebsklima hat, dass die Leute, die bei einem arbeiten, schon mal sehr zufrieden sind. Und wenn sich das umspricht, also die besten Botschafter, denke ich, für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch für Lernende, sind die eigenen Mitarbeiter. Darum lohnt es sich einmal grundsätzlich einfach zu schauen, dass die Leute, die bei einem sind, zufrieden sind, dass man ein tolles Team hat, ein gutes Arbeitsklima. Und so. Das tue ich gerne auch empfehlen, dass man die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Botschaftern macht im Umfeld. Ein bisschen schaut, ist in der Verwandtschaft jemand, ist irgendwo in der Nachbarschaft jemand, der ins Berufswahlalter kommt. Das ist ein ganz guter Weg. Was natürlich grundsätzlich auch sehr hilfreich kann sein, gerade für grössere Betriebe, die viele Lernende brauchen. Oder wenn man in einem weiteren Radius Lernende sucht, ist zum Beispiel jetzt Justi. Oder? Also, dort ist eine unheimliche Vielfalt von Lehrbetrieben präsent. Und man kann ja so direkt für die Schnupperlehre anmelden. Das ist auch noch wichtig heute bei den Jugendlichen, dass es unkompliziert ist, überhaupt den ersten Kontakt aufzunehmen. Das klingt natürlich jetzt beispielsweise über so Tools wie Justi sehr gut. Ich will aber nicht eigentlich nur einen Werbespot für Justi machen. Wie gesagt, oftmals findet man die Leute wirklich im eigenen Umfeld am besten. Gute Zusammenarbeit mit der Schule ist sicher wertvoll. Ich war früher mal Lehrer gewesen. Und das in einem kleineren Dorf. Und dort hat es sich natürlich ein bisschen umgesprochen, was sind überhaupt Ausbildungsbetriebe und wie hat auch die letzten Schulabgänger wieder angetroffen und gefragt, wie läuft es so. Und wenn es gut gelaufen ist, wenn sie positiv geredet haben, dann habe ich ganz sicher geschaut, dass dann andere wieder sich der bewerben für eine Schnupperlehre. Und wenn du jetzt die richtigen Lernenden gefunden hast, wie weißt du aber genau, passen die wirklich zu diesem Beruf und auch zu der Firma? Ja, eben die Schnupperlehre, denke ich, wir haben gesagt, die sieht natürlich schon viel aus. Also eigentlich bevor man sie angestellt hat, müssen wir ja schon feststellen, ob sie passen. Oder? Also das müsste sich dort klären. Ich finde, es ist gut, wenn man sich rechtzeitig vorbereitet als Ausbildungsbetrieb mit der Frage, was will ich überhaupt für eine jugendliche Person? Also was muss die für Eigenschaften mitbringen? Wollen wir jemanden, der eher offen ist? Wollen wir einen stillen Schaden? Wenn man jemanden, der wirklich sehr handwerklich stark ist oder jemanden, der halt auch ein bisschen flexibel ist, jemanden, der persönlich weiss, was er schon will und viele Hobbys hat und sehr aktiv ist. Das sind also Fragen, die man sich im Voraus schon stellen muss. Und nachher, halt dann, wenn es zu einer Schnupperlehre kommt oder zu einer Bewerbung,
auch, dass man dann ein bisschen auf das schaut. Also eine Art wie ein Anforderungsprofil und das nachher vergleichen mit dem, was man dann antrifft, das hilft nachher auch einem selber, dass man dann mal von der Seite vom Betrieb her schon mal Klarheit hat, ob es passt. Die andere Seite ist der Jugendliche und die Jugendliche. Es bringt nichts, wenn man dann in der Schnupperlehre die Jungen einfach allein lässt, irgendwo arbeiten lässt, sondern es ist wichtig, dass man in dieser Zeit, wo man sich ja gegenseitig lernen kann, dass man halt auch wirklich miteinander kann gewisse Prozesse durchlaufen, dass man ein bisschen begleiten kann, dass man mal etwas Persönliches ein bisschen diskutiert in einer Pause, mal ein bisschen spürt, wie tickt der Mensch und er oder sie dann eben auch merkt, hey, das sind ganz fremde Leute und gleich angenehm im Umgang, also mal eine gewisse Offenheit. Und dann kann man nachher auch vielleicht ehrlich darüber reden, ist jetzt der Beruf spannend oder nicht spannend. Aber wenn es schon auf der persönlichen Ebene nicht so locker ist, oder? Wenn man dort schon im Prinzip sehr distanziert mit diesen Jungen umgeht, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, die eigene gut rauszuspüren. Du hast jetzt ein paar gute Punkte gesagt. Ich kann noch schnell sagen, wie wir es bei Justi auch immer machen, wenn jemand kommt schnuppern, nicht unbedingt nur Lernende, sondern auch Personen, die sich sonst auf Beruf oder Typ bei uns bewerben. Wir schauen immer, dass wir mit ihnen gemeinsam gutes Mittagessen können, dass man mit ihnen auch persönliche Gespräche führt. So spürt man sich, wie du es schon gesagt hast, ob es auch auf dieser Ebene überhaupt passt. Genau, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ich glaube, wenn es menschlich klappt, dann ist es andere. Wie man so schön sagt, der Wille versetzt Berge, oder? Dann ist das andere dann irgendwie schon machbar. Mhm. Weil man ist miteinander unterwegs als Team und will das Gleiche miteinander machen. Und das gibt unheimlich Energie und Kraft im Positiven. Und sobald man halt einfach menschlich nicht so optimal funktioniert, dann wird auch vieles andere schwieriger und schwerfälliger und vielleicht halt sogar unmöglich. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf das zu sprechen. Jetzt, wenn man die richtigen Lernenden für sich gewonnen hat, dann geht es ja auch darum, sich vorzubereiten für den Lehrstart und sie dann auch optimal zu integrieren. Wann sollen die Firmen mit der Vorbereitung für den Lehrstart anfangen? Gibt es da irgendeine Faustregel? Ja, früher hat man klare Regeln gehabt, aber es ist jetzt so, wenn man Fachkräfte hat, dann ist es natürlich so, dass der Erste, der einen talentierten Jugendlichen anspricht, halt wahrscheinlich auch die grösste Chance hat, dass er nachher dann auch zusagt. Und wenn er zugesagt hat, ist er weg vom Markt. Oder das ist das eine. Und das andere ist, die Jugendlichen müssen eine gewisse Reife haben, dass sie überhaupt können nachhaltig entscheiden können. Es heisst ja auch so, dass man in der 9. Klasse noch nicht reif genug ist für Gewisses. Und wenn man jetzt plötzlich schon in der 6. 7. Klasse müsste entscheiden, was ich mit meinem Leben nachher anfangen, dann ist das einfach zu früh. Ich persönlich bin der Meinung, wenn die Jugendlichen in der 8. Klasse sind und wenn auch in der Schul- und Berufswahlvorbereitung anfangen, ist der früheste Zeitpunkt. Und so, wenn es ins 9. hineingeht, dann ist sicher ein guter Moment, finde ich jetzt, dass man nachher auch wirklich die Schnupperlehre machen soll und relativ schnell halt zuschlagen, wenn man dann das Gefühl hat, das ist. Also das Tempo ist heute halt schon noch wichtig. Aber sagen wir jetzt, du hast einen Lehrvertrag unterschrieben mit einem Jugendlichen im Oktober und im August startet dann die Lehre. Wann startest du so mit der Vorbereitung für die Lehre für ihn oder sie? Was sich immer wieder abzeichnet, ist, dass Jugendliche, wenn sie 10 Monate im Voraus einen Lehrvertrag unterschreiben, dass man sie nachher nicht einfach 10 Monate lang nicht mehr kontaktieren kann. Also es macht Sinn, wenn man dann halt immer wieder, vielleicht alle 2-3 Monate irgendwie Kontakt zusammen hat, sei es jetzt, weil im Betrieb irgendein toller Anlass ist, wo man sie noch einlässt, oder will man vielleicht miteinander irgendetwas ein bisschen klären, zum Beispiel, ja, du brauchst einen Computer im Unterricht, wir werden dir den besorgen, du bekommst den schon ein bisschen früher. So ist man einfach im Austausch, man spürt sich ein bisschen und wenn sie halt wirklich auch mal so ein bisschen in einem Feierabendanlass schon dürfen dabei sein, dann sind sie auch menschlich schon ein Millimü integriert. Genau, also kann ich nur bestätigen, wenn das gerade auch im Berufsbildnerkurs, sage jetzt mal, gelernt, wenn man sich nicht mehr meldet als Firma, und eventuell der Jugendliche oder die Jugendliche sich noch an einem anderen Ort beworben hat und dann vielleicht dort doch auch noch eine Zusage bekommt, kann es dann auch sein, dass die Jugendlichen abspringen. Also da muss man auch als Firma ein bisschen schauen, dass man den Kontakt dann pflegt bis zum Lehrstart. Genau. Dann gibt es ein bisschen zwei Ebenen, dass Jugendliche gut in die Lehre starten können. Einerseits ist das die geschäftliche Ebene und ich könnte auch ein bisschen darauf eingehen, was braucht es alles, dass sie geschäftlich gut starten können. Du hast jetzt schon gesagt, sicher ein funktionierendes Equipment mit Laptop, Maus, wenn es jetzt in einem Bürojob ist.
Hast du sonst noch Tipps? Ja, ich glaube, wichtig ist einfach gerade beim Ankommen am ersten Tag, dass man wirklich schaut, dass man den Lernenden denkt, dass der Arbeitsplatz schön vorbereitet ist und er vor allem mit Freude empfangen wird. Also, dass die Leute, die ihnen wissen, die Person kommt jetzt und dieser Person hat das Gefühl gegeben, von der ersten Sekunde an, du gehörst dazu. Und sich auch für die jugendliche Person interessieren. Ich finde nichts komplizierter und unangenehmer, als wenn man einfach auch das Ritual nachher nicht kennt von der Firma. Also wenn du nachher nicht weisst, ja, wann gibt es Pausen und darf ich da auch ein Wasser nehmen? Oder wie ist das mit diesen Sachen im Kühlschrank? Oder wie gestaltet man überhaupt Pausen da? Was wird erwartet? Oder? Also dass man wirklich die Einführung macht. Und am schönsten finde ich immer, wenn ein anderer Lernender, der schon länger da ist, so eine Götti-Rolle übernehmen kann und am ersten Tag nachher sie wissen, hey, das ist jetzt mein Verbündeter sozusagen, der mir jederzeit zur Verfügung steht. Und die Hierarchie ist dann nicht so gross. Oder? Man traut sich dann halt vielleicht auch andere Fragen zu stellen. Parallel dazu, der Berufsbildner, ich sage gerne Lernbegleiter oder die Lernbegleiterin eben auch, ist man heute vielleicht auch nicht mehr so distanziert wie auch schon. Also, dass man nachher an dem ersten Tag halt auch miteinander den Rundgang so gestaltet, dass man auch ein bisschen blödelt zusammen, dass man auch vielleicht mal sich interessiert und den Jugendlichen Fragen stellt, wenn sie da frisch daherkommen und entsprechend einfach ein bisschen das Eis bricht. Oder? Und bei der Einrichtung übrigens ist halt nachher auch noch in der handwerklichen Prüfung vor allem Arbeitskleider, PSA, also Sicherheitsausrüstung und so weiter. Das muss alles so da sein. Und noch schöner ist, wenn vielleicht sogar ein kleines Geschenk noch am Arbeitsplatz ist. So ein bisschen, ja, mit einem tollen Text, vielleicht unterschrieben vom ganzen Team, optimalerweise, nicht nur von einer Person, herzlich willkommen. Oder? Genau, du hast jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, das ist die zweite Ebene, die ich ansprechen wollte, und zwar die persönliche Ebene. Wie kann man die Jugendlichen auf der persönlichen Ebene gut ins Team integrieren? Wir haben beispielsweise auch ein kleines Willkommensgeschenk gemacht. Ich selber habe sogar eins bekommen, als ich gestartet habe. Das ist eine mega schöne Geste von der Firma. Wir machen immer gemeinsame Mittagessen, wenn wir neue Leute im Team haben, dass die Person eben auch eine Ansprechperson hat, wo man kann fragen bei Fragen oder Unklarheiten. Und auch wie beim Schnuppern, die Menschen und die Atmosphäre sind schlussendlich das Entscheidende, ob man sich wohlfühlt, auch wir, nicht nur die Jugendlichen. Dann ist das eigentlich schon so ein bisschen das Nächste. Wie merkst du, wenn sich ein Jugendlicher wohlfühlt oder eben nicht? Es ist manchmal noch schwierig, wenn jemand eher introvertiert ist, das sofort zu merken. Bei den Extrovertierten, ich meine, da startet man ja hoffentlich einfach mal sehr offen und plaudert zusammen. Ein Extrovertierter erzählt von sich, stellt Fragen, interessiert sich. Und wenn das Verhalten sich verändert, dann darfst du den auch vielleicht fragen, weil er ja extrovertiert ist, darfst du schon erwarten, dass er auch dann etwas sagt. Oder? Aber man muss noch darauf ansprechen. Bei den Introvertierten ist das schon etwas schwieriger. Aber ich glaube, dort ist halt auch wichtig, dass man einfach so ein bisschen auf die feinen Zeichen schaut. Also, wie geht der junge Mensch? Kommt er gleich noch pünktlich? Ist er konzentriert? Wirkt er gleich irgendwie glücklich und lächelt gleich ab und zu, obwohl er nicht viel redet? Oder es gibt Verhaltensveränderungen, wo halt sonst irgendwie Unkonzentriertheit zum Beispiel. Oder immer wieder wiederholt müssen das Gleiche erklären, was vorher einfacher gegangen ist. Das stimmt einfach etwas nicht. Und dann ist schon wichtig, dass man, auch wenn die Person nicht sehr offen ist, dass man gerade vielleicht eben über einen Lernenden, der auch schon da ist oder Götti ist, vielleicht mal ein bisschen probiert herauszuspüren, was läuft. Genau, also persönliche Gespräche sind sicher immer sehr wichtig und können in vielen Situationen auch helfen. Jetzt so ein bisschen noch zu unserem letzten Teil, so ein bisschen auch kritische Anzeichen, wenn es jetzt nicht so passt, egal von welcher Seite. Und auch noch so ein bisschen auf euer Label, Top-Ausbildungsbetrieb, möchte ich gerne noch eingehen. Vielleicht kannst du als allererstes sagen, wie wird eine Firma zum Top-Ausbildungsbetrieb? Also Top-Ausbildungsbetrieb hat zum Ziel, eigentlich möglichst viele gute Ausbildungsbetriebe in der Schweiz zu haben, wo die jungen Menschen optimal ins Berufsleben einführen, so dass es eben nachhaltig ist. Und wir haben in der Schweiz, das wissen wir, immer noch viele Firmen, die einfach, sagen wir mal, durch die Veränderung mit den Jugendlichen, durch die Veränderung in der Gesellschaft und selber halt eher noch traditionell orientiert sind, nachher nicht mehr den optimalen Umgang finden mit diesen Jungen. Und da sagen wir wollen helfen und jeder, der will, an sich arbeiten, sage ich immer, der darf bei uns anklopfen.
Wir machen dann so einen Sensibilisierungstag, wo wir ihnen aufzeigen, mit welchen Haltungen das wir arbeiten, mit welchen Rollenvorstellungen. Ich habe vorhin vom Lernbegleiter geredet. Also wir sehen in der Zukunft nicht mehr unbedingt den Lehrmeister, der so von oben herab hierarchisch immer Recht hat und der Lernende ist einfach immer klein daneben, oder? Sondern es ist mehr ein Miteinander. Und der Mensch steht viel mehr im Zentrum in der Ausbildung. Es ist auch eine ganzheitlichere Förderung von Menschen. Und wenn an diesem ersten Sensibilisierungstag, so nenne ich das etwa, die Firmen nachher sagen, mal, wir denken, das ist ein Weg, wo wir gehen können, wo wir wollen gehen, dann können sie nachher ins System einsteigen, müssen gewisse Kriterien erfüllen in einer Selbstdeklaration. Also selbst wenn sie bis anhin vielleicht noch nicht so brilliert haben, sie können sie lernen und wir müssen die Gelegenheit zum Lernen eben geben. Und das ist uns ganz wichtig. Es muss niemand scheuchen und das Gefühl haben, da gehöre ich nicht rein, weil ich bin zu wenig gut. Und wer spricht denn das Label generell an? Sind es die Jugendlichen oder die Eltern vielleicht auch oder die Lehrbetriebe? Ich glaube, es sind alle interessiert an einer nachhaltig guten Ausbildung. Der Jugendliche, der war in einer Schule, wo er irgendwo häufig auch den Sinn nicht mehr so gesehen hat. Oder? Viele Kinder sind schulmüde, sie müssen irgendwelche Fächer büffeln, wo sie gar nicht talentiert sind. Und dann fragen sie sich vielleicht manchmal schon ein bisschen warum. Oder? Und entsprechend haben sie manchmal schon abgehängt, schlechte Noten. Und da wollen sie mal ausbrechen und wollen irgendetwas Neues anfangen, wo ihnen Sinn gibt, wo sie auch ein Ziel haben wieder und wo Perspektiven gibt. Also die Jungen haben mit einem guten Lehrbetrieb, wo sie vielleicht auch als Mensch in der Persönlichkeit bestens begleitet und nicht nur fachlich, sondern eben wirklich ganzheitlich ein Riesengewinn. Und darum haben wir auch ein Label gemacht. Wir, ich habe vorhin gesagt, wir helfen eigentlich Qualität helfen, entwickeln den Betrieb, aber sie muss ja auch sichtbar werden. Der 15-Jährige, der kommt von einer unverbindlichen Schüleridentität in eine plötzlich ganz verbindliche Arbeitswelt hinein. Und das ist ein komisches Gefühl. Und wenn sie der Schnupperlehr halt manchmal nicht so recht wissen, ist jetzt ein komisches Gefühl, weil es eine ganz andere Welt ist. Oder liegt es echt am Beruf? Ist es der falsche Beruf? Oder liegt es echt am Betrieb? Weil man sich dort nicht wohlfühlt, das könnt ihr gar nicht so einfach beantworten. Das ist einfach so eine neue Welt. Das ist alles neu, oder? Und so kann das Label vielleicht ein bisschen helfen, ein bisschen Orientierung zu geben. Was signalisiert denn euer Label gegen aussen? Also haben all die Firmen, die da jetzt, sag jetzt mal, das Label tragen, eine gewisse Ausbildungskultur oder sag jetzt mal, eine nähere Betreuung als andere? Eben, auch Betriebe profitieren, weil wir Fachkräftemangel haben. Und es ist wichtig, dass die Betriebe, wenn sie dann auch Mitarbeitende wollen, gewinnen, eine Beziehung können herstellen können während der Lehre, wo die Motivation nicht laufend sinkt, sondern wo die Motivation oben bleibt. Und das heisst, man muss eigentlich so mit den Jugendlichen umgehen, wie es halt die heutige Zeit auch verlangt. Also man ist heute selbstbestimmter, man zieht nicht einfach nur auf Druck und Befehl Sachen durch, sondern man will Sinn sehen, man will dann nachher auch begreifen. Viele Jugendliche wollen auch Verantwortung übernehmen, also sie wollen auch wertgeschätzt werden. Und all diese Punkte, die tun wir eigentlich aufzeigen, also das richtige Rollenverhalten von Ausbildungspersonen, aber auch dem Chef, zeigen wir auf, wenn er in einen Kurs kommt, was sind überhaupt gute Rahmenbedingungen. Du musst ein bisschen Zeit investieren in die Ausbildung, weil eben die Gespräche müssen stattfinden können. Du hast dafür nachher einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die dann nach der Lehre bleibt, weil die Person ist angekommen. Die hat sich dann mit dem Betrieb identifiziert. Die erste Investition ist vor allem in die Heimat gegeben. Heimat geben für den Beruf, aber auch für den Betrieb und für die Menschen. Und wenn das gelingt, in der Ausbildung mit einer Lernbegleiterrolle, die eben situativ und individuell ist, Generation Z, einfach alle über eine Liste schlagen, ist ja gefährlich. Oder? Man muss gleich das Individuum halt auch ein bisschen spüren und auf den Menschen eingehen. Dann dort abholen, wo er ist. Es klingt jetzt alles sehr gut, perfekte Welt. Jetzt vielleicht eine kritische Frage. Bringt es etwas, wenn eine Firma das Label hat? Oder wem bringt es etwas? Ist das? Also, es ist, wie ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich für viele Betriebe eine Haltungsveränderung. Das ist ein bisschen anstrengend. Man muss ja sagen dazu, man muss es ja umsetzen. Wenn man es nicht umsetzt, nur in der Theorie lehrt, dann bringt es nichts. Also, es bringt dann etwas, wenn der Lernende spürt, dass man so wie halt heute auch die Eltern mit den Jugendlichen anders umgehen.
Beispiel. Ich kann selber am Sonntag immer zu den Grosseltern müssen. Nicht dürfen sagen, ich möchte jetzt gerne irgendetwas anderes machen. Oder ich musste im Fernsehen das schauen, was der Vater geschaut hat. Wir hatten nämlich nur einen Fernseher gehabt. Oder ja, das müssen essen, was auf den Tisch ist gekommen. Heute alles anders. Also wir tun ein Kind auch anders erziehen. Heute hat es 4 Fernsehen und jedes Kind hat etwas anderes vom Teller, je nachdem. Oder? Und am Sonntag sagt jeder, was er gerne würde. Und dann wird diskutiert. Vielleicht geht man miteinander, aber macht das, was das Kind will und nicht das, was der Vater will. Oder es macht jeder etwas anderes. Und im Betrieb haben wir jetzt einfach wirklich nachher, je nachdem, einen zu grossen Kulturschock. Wir müssen es wirklich herbringen, dass Menschen ernst genommen werden, ihre Individualität und gleichwohl am Schluss die verbindliche Qualität, die der Kunde erwartet, hergestellt wird. Und das ist eine Reise, die ist anders als früher. Und die Betriebe, die das umsetzen, da bin ich überzeugt, die haben wirklich nachher Lernende, die sie erstens weiterbringen, weil die Lernenden motivierter lernen, weniger Lehrabbrüche. Das hören wir auch von unseren Betrieben. Also es besteht viel engere, bessere Beziehung, viel größere Motivation, weniger Abbrüche, eher wir bleiben dann da. Und die Motivationskurve ist am Schluss immer noch gross. Oder? Also in dem Fall haben wir doch auch so ein bisschen Zahlen, die den Erfolg von diesem Label nachweisen. Sie ist seit anderthalb Jahren Stiftung. Vorher mal ursprünglich war sie in der Karosserie gewesen, allein. Jetzt sind wir in ganz vielen Berufen unterwegs. Also es kann jeder Betrieb, egal in welcher Branche, mitmachen. Wir sind jetzt gerade eine Umfrage aufbereiten, wo wir zuerst mal wirklich statistische Zahlen erheben, auch zum Thema Zufriedenheit, Lehrabbrüche etc. etc. Aber wenn man mit diesen Leuten qualitative Gespräche führt, spürt man es raus. Wer es umsetzt, der bewegt etwas. Und wer halt nur Abziehbildchen, die die Türen kleben und dann nachher das Gefühl hat, dass er mit seinem gemacht, der bewegt nichts. Oder? Was würdest du jetzt sagen, wenn man einen Top-Ausbildungsbetrieb nimmt und einen anderen Lehrbetrieb, worin unterscheidet die sich? Also ich wollte jetzt mal nicht sagen, dass ein anderer Lehrbetrieb, der halt einfach nicht offiziell bei uns mitmacht, nicht könnte gut sein. Also es gibt natürlich auch Naturtalente, oder? Und Betriebe, die das von Grund auf gut machen und auch gut machen. Zum Glück gibt es die. Und es gibt aber jetzt, wenn ich jetzt vergleiche, einen Top-Ausbildungsbetrieb mit einem anderen Betrieb, der eben vielleicht nicht so gut macht, dann merkt man ja vor allem, dass wirklich die Ausbildung im Fokus ist beim Top-Ausbildungsbetrieb. Also es geht nicht darum, einfach Jugendliche günstig zu beschäftigen und zwischen ihnen auszubilden, sondern es wird relativ früh viel Verantwortung an die Jugendlichen übertragen, damit sie auch eben sich hineindenken. Sie denken viel mehr, sie reflektieren mehr. Man tut oftmals Problemstellungen so hineinbringen, dass die Jugendlichen selber Lösungswege finden. Während dem anderen Ort, wo es darum geht, möglichst schnell, möglichst produktiv sein, aber auch immer ein bisschen abhängig bleiben von den Vorgesetzten, weil man gar nicht gern, wenn sie da ein bisschen selbstständig anfangen, denken und machen. Oder? Dann wird natürlich auch das Resultat eher eine Person sein, bei den Betrieben, die sehr stark geführt wird, dass die weniger selbstständig wird, weniger Eigeninitiative hat. Und der Top-Ausbildungsbetrieb hat das Ziel, Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten. Danke, jetzt hast du sicher einen guten Einblick gegeben rund um Top-Ausbildungsbetrieb. Jetzt bitte ich noch schnell auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, so sieht es aus, oder? Wenn man Lernende gut einarbeitet. Aber was passiert, wenn man Lernende eben nicht gut einarbeitet? Sei es jetzt auf persönlicher, aber auch auf geschäftlicher Ebene. Gibt es eben Anzeichen fürs Unwohlsein oder so? Wenn jemand nicht gut eingearbeitet ist, ist ja meistens nachher die Unsicherheit ein bisschen das Resultat. Oder? Also, erstens wissen die Jungen nicht, was von ihnen erwartet wird. Zweitens haben sie auch technisch vielleicht gewisse Unsicherheiten, weil sie einfach nicht in der Handhabung von Gerätschaften, was auch immer, je nach Beruf, oder? Sie sind dann einfach verunsichert. Und das ist natürlich negativ für das Selbstbewusstsein. Junge Menschen, die sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht gerade durch die Schulnoten, weil sie vielleicht auch müssen Fächer besuchen müssen, wo sie halt die schlechten Noten haben. Mangels Talent, nicht mangels Einsatz. Genug abgestraft worden. Und jetzt kommen sie daher, für Erfolg zu haben. Und Erfolg ist etwas ganz Wichtiges für Motivation. Also wenn du dich selbstsicher fühlst und immer wieder mehr wagst, weil du immer wieder Erfolg hast gehabt, dann getraust du dich immer mehr und dann wirst du selbstbewusst stark. Und dann brichst du die Lehre auch nicht ab. Aber wenn du Frustrationen hast, Unsicherheiten, ist auch die Gefahr für Lehrabbrüche riesig. Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, das Thema Lehrvertragsauflösung oder Lehrabbrüche haben wir auch schon thematisiert. Also für alle, die jetzt zuhören und vielleicht ein bisschen unsicher sind oder ja, einige Probleme haben mit ihren Lernenden, hört doch mal rein. Folge 15 ist mit dem Andrea Ruckstuhl von Jobcaddy. Da geht es wirklich rund um das Thema, auch Tipps, wie man es erkennt und so weiter. Also falls ihr mit dem gerade
Mühe haben, hört gerne rein. Noch schnell eine andere Frage zu eurem Label, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wie stellt ihr sicher, dass die Betriebe, die dabei sind, auch dem würdig sind? Gibt es da regelmässige, sag jetzt mal, Kontrollen? Also erstens haben wir bei diesem Label 3 Stufen. Also es ist so ein bisschen wie 3 Sterne. Oder? Das heisst, wer ankommt, der hat halt die 1. Stufe. Dort wird noch nicht alles erwartet. Und dann kommen sie wieder und machen Stufe 2. Und je nachdem das 3, in dem Tempo, wo sie wollen. Und auch so weit, wie sie wollen. Also es kann jemand nach dem 1 aufhören. Aber dann ist er halt einfach nur in Stufe 1 Betrieb. Und das ist halt auch einsehbar, wer welches Niveau hat. Und zweitens, egal auf welcher Stufe das man ist, das ist klar, lebenslanges Lernen verlangen wir von den Jungen. Wir sagen, es verändert sich alles so schnell, es kann doch nicht sein, dass man dann einfach sich nur noch auf den Lorbeeren ausruhen kann. Das Gleiche gilt für einen Ausbildungsbetrieb. Und darum haben wir eigentlich so ein bisschen nach dem Vorbild von Jugend und Sport. Dort hast du auch eine gewisse Menge von Kursen zur Auswahl, wo du auch ein paar Jahre einfach einen musst auslesen musst, dass du die Leiteranerkennung behaltest. Und so haben wir eigentlich gesagt, wollen wir so machen. Also alle 3 Jahre muss ein Betrieb wieder in eine Weiterbildung kommen, in einen Wiederholungskurs oder in einen Themenkurs. So bleibt man im Kontakt und dann sieht man auch, ob das Ganze immer noch gelebt wird. Und vor allem noch etwas Weiteres. Verlangen von den Betrieben, dass sie eine anonymisierte Kopie von ihren Bildungsberichten alle Semester uns schicken. Und das gibt es sonst nie, dass es ein Obligatorium gibt. Weil das Bundesgesetz sagt zwar vor, man müsse die Bildungsberichte machen, aber es wird von niemandem wirklich so konsequent kontrolliert. Und wir machen es nicht, weil wir Polizist spielen wollen. Also wir machen das aus dem Grund, weil wir das Gefühl haben, im Bildungsbericht tut man miteinander planen, tut man miteinander Ziele vereinbaren, tut man miteinander den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand als Team anschauen und tut auch als Team wieder den nächsten Schritt planen. Und das ist so wertvoll und so wichtig, dass wir sagen, und das ist ein Kriterium, das alle halbe Jahre müssen wir die sehen. Und wenn die jemanden nicht mehr schickt, dann wird er halt auch das System müssen verlassen. Super, danke vielmals. Jetzt haben wir da, glaube ich, mega viele spannende Punkte gehört. Wie immer jetzt unsere letzte Frage. Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Für mich ist das Herz der Berufsbildung eigentlich der Betrieb. Dort verbringen die Jungen die meiste Zeit und eigentlich haben sie auch das Bild vom Beruf, dass das nachher schlussendlich in einem Betrieb auch ausgelebt wird, was sie da lernen. Und entsprechend ist mir eigentlich das Wichtigste, dass wir es wirklich herbringen, durch einen guten Umgang mit den Jugendlichen, sie wirklich dort abzuholen, wo sie sind. Und es wird immer ein bisschen anders sein, es wird immer ein bisschen anstrengend sein, weil man bleibt gerne im Gewohnten, in der Tradition und die jungen Wilden, die wollen es halt immer ein bisschen anders. Offen sein für das und sie aber wirklich dort herbringen, wo sie müssen sein. Der Weg individuell gehen, das ist mein Wunsch. Und dann haben wir auch wieder eine Fachkräfte, die mit Herzblut arbeiten, weil dann gehören sie dazu. Danke vielmals für das schöne Schlusswort. Ich finde, wir haben hier ganz viele Tipps angesprochen, aber auch viel von deiner Erfahrung können profitieren und können helfen, gerade auch Leute, vielleicht, die es zuhören, die das erste Mal Lernende ausbilden und nicht recht wissen, was alles mit einplanen. Falls ihr sonst noch Fragen habt zu diesem Thema, Feedback oder auch Themenwünsche zu unserem Podcast, dann freut mich uns immer sehr auf Rückmeldungen oder auf ein Mail zu mir direkt an stefanie.neff@justi.ch. Danke vielmals, Thomas, für deine Zeit. Gerne geschehen, vielen Dank dir, Steffi. Und dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast. Und ich danke auch euch allen fürs Zuhören und hoffe natürlich, wie immer, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst Inside Berufsbildung.